Was ernsthaft? In Deutschland soll es ein Gesetz geben, sehr bald, das Armbrüste verbietet? Naja, so stimmt das nicht ganz. Aber es wird vielleicht doch nicht mehr so einfach, als Deutscher so ein Teil zu kaufen. Und wenn dir das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber in Deutschland soll der Kauf und Verkauf von solchen Armbrüsten, also Stinger zum Beispiel, Flat, aber auch Einzelschussarmbrüsten bis hin zu einer Raven eingeschränkt werden, aber verboten, und das ist die gute Nachricht, zumindest das, was aktuell an Informationen zur Verfügung steht, verboten wird es nicht. So, die aktuelle Regierung, das Innenministerium, die Innenministerin sagt, wir wollen den Zugriff auf solche, bei uns in Österreich sind das Sportgeräte, also Österreicher, du kannst das Video ausschalten, für dich ist das uninteressant, aber für Deutsche, Waffen, etwas erschweren. Was bedeutet das? Das ist alles noch Kaffeesudlesen, wie man in Österreich sagt, denn es gibt noch keine klaren Gesetze und es wird auch noch verhandelt und diskutiert und herumgestritten, und es sind natürlich auch die ganzen deutschen Interessensvertretungen dahinter, diesen Vorschlag oder diesen Vorstoß oder was halt die Innenministerin in Deutschland hier tun will, abzuwehren. Aber unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet, ob man sagt, ja, das soll verschärft werden oder nicht, Fakt ist, dass sich etwas tut. Während aktuell in Deutschland diese Armbrüste hier, zum Beispiel hier eine Flat, ab 18 Jahren frei käuflich ist, soll sich das ändern. Aber nicht so, dass es verboten wird, wie einige aufgeregte Leute mir geschickt haben per E-Mail, sondern du brauchst eine Genehmigung. Was heißt das? Es gibt ja den kleinen Waffenschein bei euch, der das Führen von Schreckschusswaffen erlaubt. Da darf man führen. Das heißt, man wird da behördlich überprüft, da wird geschaut, bist du vertrauenswürdig, wie das genau funktioniert. Da gibt es andere Videos dazu, wir in Österreich haben so etwas nicht, und da geht es im Endeffekt darum, dass man so ein Teil führen darf. Und nun soll es so gemacht werden, dass man diese Schreckschusspistole nur kaufen darf, auch nur kaufen darf. Nicht nur führen, sondern kaufen darf, wenn man so einen kleinen Waffenschein hat. Und da haben sie sich gedacht, da macht man das mit den Armbrüsten gleich mit dazu. Das bedeutet in Zukunft, wenn dieses Gesetz so durchkommt, wie aktuell verlautbart wurde, ich habe die FAZ gelesen, das war gleich auf der Titelseite, am liebsten hätte ich gleich meinen Frühstückskaffee ausgespuckt. Wie auch immer, ist es so, dass du jetzt dann wahrscheinlich einen kleinen Waffenschein brauchst, um die zu bekommen. Jetzt stellt sich die Frage, und da haben auch einige geschrieben, es waren nicht so viele, aber eine Handvoll Leute haben wir schon geschrieben, wird denn dann auch diese Armbrust registriert? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aktuell ist das nicht im Gespräch, aber ich stelle mir die Frage, wie einfach geht das? Jetzt habe ich zum Beispiel hier eine Alligator-Armbrust. Ja, gibt es billige Eigenwerbung natürlich alles. Das gibt es natürlich alles bei uns im Shop. Ein Einzelschuss-Armbrust, wäre auch betroffen davon. Die hat keine Seriennummer. Sie hat einfach keine Seriennummer, und nicht, weil ich die aus Österreich verkaufe, sondern auch die nach Deutschland geliefert werden. Die kommen alle aus Taiwan, das ist alles dasselbe Zeug. Die haben keine Seriennummer. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das hier registriert werden sollte. Ja? Oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Flat anschaue, ich sehe keine Seriennummer. Es tut mir leid, ich sehe keine Seriennummer. Ich sehe auch keine Seriennummer bei einer Steamboat Stinger. Ja? Ich sehe sie einfach nicht. Ja? Und daher bin ich mir nicht sicher, selbst wenn Seriennummern eingebaut werden in diese Armbrüste, dass das irgendwie praktikabel ist, denn das müsste ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt soweit sein, dass diese dann registriert werden. Der Verwaltungsaufwand, wo soll das registriert werden? Also ich weiß es nicht, und ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ist also auch wieder dahingestellt, aber halte ich für schwierig, einfach wirklich für schwierig. Weil jetzt habe ich zum Beispiel hier eine Supersonic Einzelschussarmbrust, und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, weil da auch die Frage war, hat das etwas mit Magazinarmbrüsten zu tun? Nein, jede Armbrust, ob Magazinarmbrust, Einzelschussarmbrust, klein, groß, egal wie schwer oder wie schwer das Zuggewicht, wie weit sie schießen kann, welche Pfeile, das ist vollkommen egal. Der Erwerb soll erschwert werden, beziehungsweise eben nur an Leute mit diesem kleinen Waffenschein. Und angeblich, so ist zumindest in der FAZ gestanden, der Artikel, den ich gelesen habe, soll das auch mit dem Gesundheitsamt noch einmal oder mit den Gesundheitsbehörden noch einmal quergecheckt werden, ob es irgendwelche psychischen Störungen der Leute gibt und etc. pp. Und nur dann darf eine Armbrust gekauft werden. So, oder beziehungsweise auch dieser kleine Waffenschein
ausgestellt werden. Aber zurück zu dem Thema. Auch hier sehe ich keine Seriennummer, also ich tue mir einfach da etwas schwer. Und das nächste ist, was bedeutet das mit den Leuten, die schon eine Armbrust gekauft haben? Jetzt zum Beispiel, denn dieses Gesetz ist ja noch nicht in Kraft. Wäre das dann, und das ist alles noch offen, und ich halte auch das für sehr schwierig, jeder, der seit dem Anbeginn der Zeit, seit es Armbrüste am Markt zu kaufen gab, oder eine Armbrust aus dem Mittelalter hat, oder sich eine Armbrust aus einem Stock gebaut hat, ja? All jene, die dann so eine Armbrust haben, noch einmal, du baust dir eine Armbrust. Auch das geht, da gibt es ja Anleitungen dazu. Es gibt sogar 3D-Druck. Ich bin hier in der Rainer-Rossmann-Werkstatt. Wir produzieren diese Teile hier zum Beispiel, ja, diese Universalhalterungen. Muss man keine Lampe reingeben, kann man auch was anderes reingeben. Ja. Hier zum Beispiel, na, da ist eine Lampe drin, aber wir haben das auch zum Beispiel hier, genau. Ja. Du kannst auch solche Teile hier, das machen wir alles im 3D-Druck. Und es gibt Baupläne, wie man sich Armbrüste drucken kann. Was ist dann? Was ist mit all jenen, die Armbrüste schon gekauft haben in der Vergangenheit? Müssen die jetzt alle diesen kleinen Waffenschein sich besorgen, damit sie mit ihrer Armbrust noch am Schießplatz schießen gehen können? Damit sie daheim im Garten damit auf ein Ziel schießen können? Ist das so? Verstehe ich alles überhaupt nicht, geht mir nicht ein. Was auch als Argument gebracht wurde, ist das ja in Deutschland, das ist in Österreich anders, ja? Aber in Deutschland darf ja so eine Armbrust eigentlich geführt werden. Das habe ich nicht gewusst. Ja? Ich habe in einem meiner letzten Videos gesagt, dass ich mutmaße. Wie gesagt, ich bin ja keine Rechtsberatung, das ist das ja auch nicht. Ja? Aber angeblich, ja, habe ich gesagt, führen ja nicht erlaubt und so weiter. Doch, angeblich darf man die in Deutschland führen. Und deswegen braucht man halt einen kleinen Waffenschein dazu. Aber wer führt eine Armbrust? Ja, also wer führt eine Armbrust? Ja? Also wenn ich in Düsseldorf bin, dann sehe ich nicht, dass dort irgendjemand mit einer Armbrust geht. Oder in Nürnberg oder in München, ja, da war ich jetzt schon lange nicht mehr. Ja? Ich habe niemanden mit Armbrüste herumlaufen gesehen. Also daher, aber unabhängig davon, das ist auch schwierig. Also jeder, der sich jetzt, also ich glaube das, noch einmal, ich möchte hinzufügen, ich weiß es nicht, ich bin da nicht involviert und bei uns in Österreich sowieso egal, aber jeder, der sich jetzt zum Beispiel noch eine Armbrust kauft oder schon eine gekauft hat, all meine Kunden, ich kann mir nicht vorstellen, und wir werden das in ein paar Wochen sicherlich wissen, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die schon eine Armbrust gekauft haben, ganz legal, über 18, alles cool, alles wunderbar, auf einmal, wirklich auf einmal, einen kleinen Waffenschein nachholen müssen. Glaube ich nicht. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Fakt ist aber auch, und das ist halt auch schwierig, eigentlich, es gibt viele Armbrüste. Ich habe keine Schätzungen, es gibt wahrscheinlich auch keine Daten dazu. Aber es gibt so viele Armbrüste da draußen, die auch schon älter sind. Also ich kriege ja immer wieder Fotos von Kunden, die zum Beispiel eine alte Jaguar haben und eine Sehne dazu brauchen und solche Dinge. Ja. Und wir schauen, ob wir sowas dann besorgen können. Und von EK Archery gibt es sowas ja zum Beispiel auch. Ich meine, Steambo, die sind halt relativ neu am Markt, erst ein paar Jahre. Da ist das noch nicht so, aber EK gibt es ja schon länger. Und ja, was ist mit denen? Was ist mit denen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das rückwirkend... Wie gesagt, kein Rechtsvertreter, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das organisatorisch irgendwie machbar ist. Könnte man auch vorstellen, dass wenn nun jeder, der eine Armbrust besitzt in Deutschland, bei der Behörde, bei der Bezirksbehörde, wo man das eben einreichen muss, ich habe gehört, dass das auch die Preise abhängig davon sind, wo man wohnt, ja, zwischen 80 und 150 Euro habe ich so gelesen, dass die einfach überfordert wären. Also da macht dann die Bürokratie mal eine Zeit lang nichts anderes, als kleine Waffenscheine auszustellen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, aber ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, kann ich nicht beurteilen, ist nicht mein Bier. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle Österreicher, wenn du überhaupt noch eingeschalten hast, ja, vollkommen egal, bei uns sind das weiterhin Sportgeräte, die ab 18 frei sind. An alle Deutsche, auch aktuell, heute, ja, ich mache dieses Video jetzt im Jänner 2023, sind das auch noch Sportgeräte, die du ganz normal kaufen kannst ab 18, so ist das auch in Österreich. Was in der Zukunft kommt, ich weiß es nicht. Ich werde daher kommen in meinen Shop, trag dich bei uns in Newsletter ein, wir werden dich ganz einfach informieren, beziehungsweise ich werde auch Videos machen. Es gibt einen eigenen Bogensportkanal, gebe ich da auch unten den Link, dort schieße ich nur mit Armbrüsten und mit anderen Bögen herum. Und ja, und schau dir das ganz einfach an. Eine Sache ist noch wichtig.
Wir sprechen von Armbrüsten. Wenn nun jemand einen Bogen hat, zum Beispiel die Whipshot von EK oder auch den Fenris, das ist das höherwertigere High-End-Produkt, beide gibt es bei uns im Shop, dann ist es ja so, dass man auch hier natürlich ja, mehrere Pfeile in ein Magazin reingeben kann. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um das dazugehörige Magazin, sondern das hier ist keine Armbrust. Warum? Denn wenn ich jetzt hier aufspanne, die kann man auch leichter stellen, ja, dann ist meine Muskelkraft ja, notwendig, um den Bolzen, um die Energie für diesen Bolzen da jetzt vorrätig zu halten. Wenn ich nicht mehr kann, dann ist es vorbei. Spanne ich aber eine Armbrust, spanne ich die einmal auf, ja, zum Beispiel jetzt hier eine Steambrust-Dinger, und ich spanne die auf, dann kann theoretisch natürlich, sollte man die nicht in diesem Zustand hier jetzt die ganze Zeit lagern, aber dann brauche ich keine Kraft, ich kann Kaffee trinken gehen, kann das hier herstellen und die Kraft steht immer zur Verfügung. Ich brauche sie nur mit dem Abzug abschießen. Daher sind die halt diese Armbrüste in Deutschland, wie ich das auch richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin keine Rechtsberatung hier, auch Schusswaffen gleichgesetzt, denn da ist das auch so. Ne? Da brauche ich nur abdrücken und pum, und das Projektil fällt raus. Das heißt, ich glaube, dass die Regelung, und wenn ich das richtig verstanden habe, diese Regelung für diese Bögen, egal normaler Bogen oder auch diese Magazinbögen hier, nicht gilt. Und natürlich, ich habe jetzt hier im 3D-Druck eine Edderini, und es gibt auch da eine Version, da rastet das Teil nicht ein, sondern du hältst mit dem Finger diesen Bügel hier unten und kannst dann nachher schießen, spannst wieder von vorne auf, ziehst wieder her und hältst im Endeffekt das Teil fest. Du hast trotzdem einen Bogen. Es ist aber dann eigentlich keine Armbrust. Es ist keine Armbrust. Warum ist es keine Armbrust? Naja, weil du eben halten musst. Sobald du sagst, ich lege sie weg, geht das Teil wieder nach vor und ja, die Sache ist vorbei. Das gibt es im 3D-Druck. Daher, vielleicht gibt es auch einen Hersteller, der so etwas Ähnliches bauen wird. Vielleicht wird es jetzt einen Hersteller geben, die sagen, okay, wir bauen einen, ja, einen Fenrisbogen, so wie ich dir jetzt gerade gezeigt habe, in einer anderen Form, in einer kleineren Form, in einer Form, dass es eben ein Bogen ist und keine Armbrust. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ob das jetzt sinnvoll ist, politisch, gesellschaftspolitisch, sozial, wie auch immer, ja, da bin ich nicht der Richtige dazu, da habe ich keine Expertise dazu, das muss die Politik entscheiden. Die Frage ist nur, jetzt rein als Bogenschütze und Armbrustschütze, aber es gibt so viele Möglichkeiten, um das Ganze wieder zu umgehen, dass ich mal die Frage stelle, ob es wirklich was bringt. Aber das müssen andere entscheiden. Lange Rede, kurzer Sinn. So, aber jetzt bin ich es wirklich. Diese Bögen hier sind, so wie es momentan ausschaut, nicht davon betroffen. Armbrüste, egal ob mit Magazin oder ohne Magazin, werden wahrscheinlich davon betroffen sein. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Es gibt erstens noch innerpolitische Diskussionen, dann die Interessensverbände in Deutschland laufen natürlich Sturm dagegen. Auch die Händler laufen Sturm dagegen, das ist eh ganz klar. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und ja, es tut mir leid. Tut mir leid für euch Deutschen, wirklich. Link zu all den Produkten, weil ich billige Eigenwerbung mache, so wie immer. Gibt es natürlich auch. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du zum Beispiel so eine Universalhalterung holen. Gibt es jetzt zum Beispiel für die Flat. Du musst da keinen Laser reinbauen. Es gibt auch ganz andere Aufsätze und dann hast du ganz normal einen Wachscontainer oder Picatinny-Schienen oder anderes zur Verfügung. Ja, das bauen wir hier in der, ja, per 3D-Druck als Zubehör. Das war's. Bis bald und ciao, ciao.